Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Valentinstag. Egal, ob ihr in einer glücklichen Beziehung seid und das feiert, egal, ob ihr Single seid, feiert die Liebe zu euch selber, gönnt euch heute was Tolles, verwöhnt euch selber, ladet euch vielleicht auch mal selber zum Essen ein. Das mache ich ja sehr, sehr gerne. Unabhängig vom Valentinstag auch. Aber wir sind heute hier, weil wir die Liebe feiern wollen und auch die Liebe zu guten Liebesgeschichten nämlich. Und ich habe heute einen Special Guest hier, die liebe Tanja von Miss Drunken Sherrys Bücherstapel. Und Tanja und ich werden heute euch ein paar unserer liebsten Liebesgeschichten vorstellen. Und wenn ihr sehen wollt, welche Bücher ich im zweiten Teil vorstelle, nämlich auf Tanjas Kanal, heute auch zur gleichen Zeit. Schaut unbedingt mal bei Tanja vorbei. Ihr Kanal ist unten verlinkt und Tanja wird in diesem Video nämlich auch nochmal andere Liebesgeschichten vorstellen. Aber wir fangen jetzt hier an und ich konnte mich echt nur schwer entscheiden. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange überlegen muss. Aber ich bin jetzt zu einem Ergebnis gekommen und zeige euch jetzt meine liebsten Liebesgeschichten, die mich zum Weinen, Lachen und zum Dahinschmelzen gebracht haben. Vorab! Habt ihr liebste Liebesgeschichten? Also habt ihr Liebesgeschichten, die ihr wirklich gerne weiterempfehlen könnt und würdet? Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin dankbar für Tipps. Ich mag das wirklich gerne, hier und da mal eine gute Liebesgeschichte zu lesen. Und ja, ich glaube, wir starten jetzt einfach mal mit dem Buch, wofür wahrscheinlich mich viele jetzt verurteilen werden oder was ein kleiner Unpopular Opinion Fall ist. Ja, die Rede ist hier von After Passion. Leute, ich muss das in die Kamera halten. Ich weiß, es geht um toxische Beziehungen. Ich weiß. Aber ich bin jetzt mal ehrlich mit euch. Ich habe diese Reihe innerhalb weniger Tage weggesuchtet. Ich muss dazu stehen. Ich habe mich das erste Mal so richtig in eine Buchfigur verknallt. Ja, auch hier dürft ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr das auch so ein bisschen. So ein Boycrush aus dem Buch. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die so bescheuert ist. Aber auch hier stehe ich dazu. Es geht um Hardin und Tessa. Und Hardin war für mich so ein Charakter, der tätowiert ist, der Piercings hat, der Literatur liebt, der ein Bad Boy ist. Aber auch nur natürlich, weil er Schreckliches erlebt hat. Ich weiß, ist keine Ausrede. Man muss an sich arbeiten, Leute. Ist keine Entschuldigung dafür, dass man in Beziehungen so behandelt wird, wie das hier der Fall ist. Ganz klar, auch Triggerwarnungen. Es geht hier auch wirklich um toxische Beziehungen und auch um Alkoholmissbrauch, um Drogen. Aber das hat mich einfach total angesprochen. Und ich denke mir so, ja, Hardin ist einfach eine arme Seele. Ist eigentlich eine arme Dichterseele. So, Quatsch. Aber trotzdem, es hat mich angesprochen. Ich war drin in diesem Wahn. Hardin und Tessa lernen sich kennen. Wirklich beide verbindet nicht nur die Liebe zur Literatur, sondern beide fühlen diese tiefe Leidenschaft und Liebe nachher auch zueinander. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Tessa ist halt das Mädchen von nebenan. In dem Buch wird sie als ein wenig mollig beschrieben, was ich total toll fand. Ich muss sagen, Josephine Langford als in den Verfilmungen, wo ist die bitte, also wo hat die ein bisschen mehr dran, sehe ich nicht so. Fand ich ein bisschen schade, weil das wäre natürlich jetzt mal ein schöner Fall gewesen, auch kurvige Frauen mal nach vorn zu bringen und das so ein bisschen diverser zu machen. Aber gut, und die beiden lernen sich kennen und kommen nicht voneinander los, auch wenn die sich nicht gut tun. Und Hardin ist super eifersüchtig, auch viel zu toxisch und unangebracht eifersüchtig. Und Tessa möchte eigentlich nur eine gesunde Beziehung führen und lässt sich von ihm schlecht behandeln und kommt trotzdem nicht mehr von ihm los. Also wenn ich jetzt so darüber rede, wo ist da die Liebesgeschichte? Aber es geht eben auch um diese Art der Liebe und die gibt es. Es gibt diese Leidenschaft, die uns zu Partnern hinführt, die wir vielleicht nicht wollen. Und ich finde es einfach schön, dass die Charaktere hier auch nach und nach gewachsen sind. Hardin löst sich immer mehr davon, kommt zu sich selber, löst sich von toxischen Freundschaften, trinkt nicht mehr und schöpft einfach sein Potenzial aus. Und das fand ich hier einfach schön. Und das lassen wir jetzt mal so stehen und machen ganz schnell weiter. Und ja, natürlich habe ich mir alle Filme auch gekauft. Hallo Sarah und hallo Zuschauer von Sarah. Ich bin Tanja vom Kanal Miss Drunken Sherrys Bücherstapel und ich wünsche euch einen wundervollen Valentinstag. Ich hoffe, ihr habt jemanden, mit dem ihr heute so ein bisschen kuscheln könnt und wenn nicht, macht das nichts, dann schnappt ihr euch einfach einen zuckersüßen Liebesroman. Und ja, wenn ich schon mal wieder hier sein darf auf dem Kanal, ist ja schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war, ja, wollte ich euch ein paar coole Liebesromantipps mitgeben. Ich habe mir zwei ausgesucht, die so ein bisschen erwachsener sind
Und dann noch so einen meiner Jugendroman-Liebestipps. Ja, und wir fangen einfach mal an mit The Promises We Made, als wir uns wieder trafen, von Simona Arnstedt. Das war eigentlich so gar nicht mein Favorite, dachte ich. Also ich dachte, es könnte ganz nett werden, aber als ich damit losgelegt habe, ich hatte nicht so hohe Erwartungen. Inzwischen bin ich aber richtig begeistert, denn hier geht es um Desi und um Sam. Die beiden haben sich als Teenies kennen und lieben gelernt. Die Trennung war dann allerdings nicht so schön. Da ist was ganz Grausames passiert und ja, jetzt haben die beiden sich ewig nicht gesehen. Sam ist inzwischen vom eher mittellosen Immigrantenkind zum Hotelimperiumsbesitzer geworden. Er ist jetzt super reich und super erfolgreich. Allerdings kommen mit diesem Erfolg auch Leute auf den Plan, die es nicht so gut mit ihm meinen. Er hat nämlich einen Stalker. Und er kümmert sich jetzt darum, dass er Personenschutz bekommt. Und ja, da trifft er Desi wieder. Die ist nämlich jetzt Personenschützerin und wird ihm auch zugeteilt. Ja, und dass es da nicht ohne Folgen bleibt und sofort wieder anfängt zu prickeln, ist ja eigentlich klar. Mir hat hier total gut gefallen, wie erwachsen die Geschichte wirklich ist. Es gibt kein nerviges Hin und Her. Es gibt nicht zu viele Erotikszenen, sodass es irgendwie nervig wird. Wir haben unglaublich viele wichtige Nebenthemen. Wir haben Rassismus in Schweden, also es ist eine schwedische Autorin. Wir haben halt, wie man sich wieder annähert. Dann gibt es noch eine Vergangenheit, die Desi nicht loslässt und die auch sehr schwer für sie ist. Und dann haben wir natürlich noch das, was die beiden damals auseinandergebracht hat. Und das ist unglaublich spannend verpackt und hat so einen Spaß gemacht zu lesen, weil es eben mal nicht diese 0815-Geschichte ist. Wir haben hier eine starke Frau, die einen nicht ganz so starken Mann beschützen muss. Und trotzdem sind beide zusammen irgendwie kräftig und impulsiv und so. Und es war wirklich eine ganz tolle Geschichte und die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Jetzt kommen wir zu einer Liebesgeschichte, die mich damals von vorne bis hinten nicht mehr losgelassen hat. Meine Schwester, glaube ich, hat es mir damals empfohlen und gesagt, Sarah, du musst es lesen. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. Die Rede ist von David Nichols, 2 an einem Tag. Ich muss sagen, dass die Verfilmung für mich nicht ansatzweise an das Buch herankommt. Also wenn ihr den Film gesehen habt und gesagt, jetzt Sarah, das ist nicht unsers, dann bin ich euch nicht böse, aber versucht es doch mal mit dem Buch. Ich kann euch David Nichols empfehlen. Der schreibt so unaufgeregt und so authentisch von der Liebe und vom Leben selber. Ich liebe David Nichols. Der wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe auch alle weiteren Werke von ihm gekauft und ich liebe ihn einfach. Und hier ist die Geschichte erzählt von Dexter und Emma, die sich beide 1988 auf ihrer Abschlussfeier kennenlernen und beide haben etwas miteinander. Und am nächsten Tag trennen sich ihre Wege, aber beide sehen sich an jenem Tag jedes Jahr wieder. Und zwar ist es hier am 15. Juli. Die sehen sich also 20 Jahre lang immer am gleichen Tag des Jahres wieder. Und obwohl die unterschiedlicher nicht sein könnten, denn Dexter ist so ein Lebemann, lebt von heute auf morgen, hat auch so ein kleines Drogenproblem. Und Emma ist sehr verantwortungsbewusst und sehr geordnet. Und obwohl die so unterschiedlich sind, entwickelt sich einfach eine tiefe Freundschaft, wenn nicht sogar eine tiefe Liebe. Doch das möchten sich beide erstmal so gar nicht eingestehen. Und beide waschen sich auch den Kopf. Also beide sind sehr ehrlich zueinander. Emma sagt auch eines Tages, Dexter, also was, wie du dich entwickelt hast, ich kann dich gar nicht mehr ansehen. Wo bist du denn? Wo möchtest du hin in deinem Leben? Und Dexter sagt gleichzeitig, Emma, du gehst den sichersten Weg, das tut dir nicht gut. Und beide ergänzen sich nachher sehr schön und inspirieren sich. Und das war einfach ganz, ganz toll. Und ich kann euch nur so viel sagen, ich möchte euch nicht sagen, ob die beiden zusammenkommen oder nicht, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Das Ende hat mich zerstört, hat mich wirklich sehr viel fühlen und sehr viel weinen lassen. Ob vor Glück oder vor Trauer, das müsst ihr selber herausfinden. Eine ganz bewegende und ehrliche, schöne Liebesgeschichte, die nicht so nach typischen Mustern, finde ich, auch gestrickt ist. Es ist einfach mal was Neues, die erzählt vom Leben weg und einfach wunderschön. Wunder, 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 wunderschön. I love it. Als zweites habe ich mir ausgesucht, Irgendwo ist immer irgendwer verliebt von Jen McKinley. Es geht hier um die 29-jährige Chelsea, die eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Ihr Beruf ist allerdings so das Einzige, was ihr Leben auszufüllen scheint. Und als ihr Vater ihr dann auch noch eröffnet, dass er nach dem Tod seiner Frau jetzt wieder neu heiraten will, und zwar eine Frau, die er erst ganz kurz kennt, ist Chelsea ziemlich sauer auf ihn.
Und ihre Schwester legt ihr dann nahe, du Chelsea, wie wäre es, wenn du mal wieder ein bisschen zu dir selbst findest, mal wieder merkst, wie es überhaupt ist, verliebt zu sein, damit du Dad nachvollziehen kannst. Ja, und da beschließt Chelsea, dass sie eine Europareise, die sie damals wegen dem Tod der Mutter abbrechen musste, jetzt fortsetzen wird, beziehungsweise wiederholen wird. Denn damals war sie in Irland, in, ich glaube, Italien und in Frankreich und hat sich in jedem Land in einen anderen Mann verliebt. Und das heißt, Chelsea weiß eigentlich, wie es ist, wenn man verliebt ist. Aber das muss sie sich wohl wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Ja, und dann beginnt sie also diese Reise und trifft auch auf die Männer, die sie damals kennengelernt hat. Allerdings hat sie da auch noch so einen nervigen Kollegen an der Backe, denn sie kann ihren Job ja nicht einfach hinschmeißen, sondern sie hat ein wichtiges Projekt am Laufen. Und deswegen ist sie telefonisch ständig für ihren Kollegen Jason erreichbar. Und die beiden können sich nun mal so gar nicht leiden. Und das gibt unwahrscheinlich kuriose und lustige Entwicklungen. Ich habe das Buch geliebt. Es läuft natürlich nicht alles so, wie Chelsea es sich vorstellt. Und trotzdem hat die Autorin so einen positiven Vibe. Wir lernen diese verschiedenen Männer kennen und auch wie Chelsea sich mit ihnen fühlt. Und dann haben wir halt immer diese Streitgespräche zwischen ihr und ihrem Kollegen. Und das war so niedlich. Und ich habe das Buch so gerne gelesen. Es war wirklich eine tolle Reise auch, weil wir ja durch die verschiedenen Länder kommen und man in jedem Land versprüht, also jedes Land versprüht so seinen eigenen Esprit. Und es war einfach eine richtig, richtig tolle Geschichte, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das dritte Buch, das ich mir ausgesucht habe, ist, wie gesagt, ein Jugendbuch, aber von einer ganz, ganz tollen Autorin, nämlich von Jen Bennett. Und es handelt sich um Unter dem Zelt der Sterne. Jen Bennett ist so eine tolle Jugendbuchautorin. Sie erschafft so richtig lebendige Charaktere und das ist auch in diesem Buch so. Es geht hier um Zori und um Lennon. Die beiden sind so, ich glaube, 17, 16, 17 und die waren mal beste Freunde. Allerdings hat sich dann etwas zwischen sie gestellt und jetzt haben die beiden eigentlich keinen Kontakt mehr zueinander und reden nur noch ganz selten miteinander, wenn es mal sein muss. Und irgendwie passiert es dann, dass die beiden auf demselben Campingtrip landen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, finden die beiden sich dann irgendwann allein in der Wildnis wieder. Und ja, sie haben keine Ahnung, wie sie wieder nach Hause kommen. Sie müssen erstmal da irgendwie wieder zurück. Ohne dass jemand merkt, dass sie abhanden gekommen sind, denn das würde fürchterlichen Ärger mit den Eltern geben. Und ja, die kämpfen sich dann durch die Wildnis und ja, da gibt es auch wilde Tiere und andere Gefahren und ja, zwischen ihnen diese große Kluft, die in der Vergangenheit entstanden ist. Und es ist so ein lustiges, süßes Buch und ich mag die Charaktere. Und vor allem, was ich bei Jen Bennett liebe, ist, dass sie realistisch mit Problemen umgeht. Also es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen am Ende sein. Und das ist hier auch nicht so. Und trotzdem schafft sie es immer wieder, trotzdem Happy Ends drumherum zu kreieren. Und das mag ich unwahrscheinlich gerne. Die Figuren müssen sich ihrem Problem stellen. Sie müssen darüber reden. Es wird nicht alles wie durch ein Wunder wieder gut. Und das finde ich unwahrscheinlich klasse. Und es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich kann euch die ganze Autorin einfach nur mit auf den Weg geben. Und auch Erwachsene, die jetzt nicht so auf Jugendbücher stehen, könnten hier vielleicht doch mal einen Blick reinwerfen, denn ich finde, sie schreibt einfach ganz, ganz toll. Ja, das waren meine drei Liebesromantipps und ich hoffe, ich kann euch den Valentinstag damit ein bisschen versüßen. Bis dann. Tschüss. Und jetzt kommen wir zu einem Werk von Brittany C. Sherry. Ich habe sie damals tatsächlich mit diesem Werk hier für mich entdeckt. Und die Rede ist hier von Verliebt in Mr. Daniels. Mittlerweile muss ich auch sagen, sind die Liebesgeschichten, die ich jetzt neuerdings von ihr gelesen habe, die gehen so nach einem bestimmten Muster. Und ich finde, dass das hier aber nicht der Fall war. Also dieses Werk hier war wirklich toll, hatte sehr viel Input, obwohl es nur so dünn ist. Also da passiert eine Menge und hat auch wieder tolle Charaktere einfach, die hier mitspielen. Ja, wie der Titel schon hier sagt, geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und ihrem Lehrer. Geht hier um die junge Ashlyn, die eines Tages umzieht und in eine Bar schlendert und dort einen Musiker trifft, der wirklich mit seiner Musik in ihr Herz spaziert. Also wirklich, die gesagt, das hat mich so berührt. Und Ashlyn hat nämlich auch etwas Schwerwiegendes, Traumatisches in ihrem Leben erlebt. Und
Ja, Mr. Daniels hilft ihr dabei, das Ganze zu verarbeiten. Natürlich ist die Liebe verboten und das natürlich ist erstmal schon ein Hindernis, aber die beiden geben sich so viel und es wirkt so echt. Also ich finde dafür auch, dass sie einen Altersunterschied haben. Die beiden wachsen aneinander. Es geht hier viel ums Lachen, ums Lieben, aber auch eben um das gemeinsame Trauern und das Ganze hier verpackt in dieser dünnen Geschichte. Hier steht schon, unsere Liebe war mehr als nur Leidenschaft. Es ging um Familie, um Verlust und das Gefühl, wieder lebendig zu sein. Unsere Liebe war verrückt und schmerzhaft. Sie bestand aus Lachen und Weinen und das spiegelt eigentlich schon dieses Werk hier wieder. Ich habe es vor Jahren gelesen. Ich müsste es mal rereaden, um zu gucken, ob ich es nach wie vor so bewegend finde. Aber damals, vor vielen, vielen Jahren, hat es mir einfach unglaublich viel gegeben. Das waren meine Liebesgeschichten. Tanja, vielen Dank, dass du hier uns deine Lieblinge nochmal vorgestellt hast. Meine Wunschliste wächst auf jeden Fall jetzt. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, welche Werke ich noch vorgestellt habe und welche noch in meinen Top 6 Platz gefunden haben, dann schaut mal bei Tanja vorbei. Der Kanal ist unten verlinkt. Was war denn eure liebste Liebesgeschichte? Oder seid ihr vielleicht auch bei den Werken ganz anderer Meinung als ich? Schreibst du gerne in die Kommentare, ich bin euch nicht böse. Ich finde das ja auch spannend, wenn Meinungen auseinandergehen. Das Ganze soll ja hier bunt sein und es würde BookTube ja auch nicht viel Sinn machen, wenn wir alle nur das Gleiche toll finden würden. Aber ich finde es einfach sehr interessant, deshalb lasst es mich gern wissen. Habt einen wunderbaren Tag, lasst es euch heute wirklich mal so richtig gut gehen und viel Spaß, ihr Lieben. Wenn ihr Bock habt, gern bis zum nächsten Mal. Bleibt bunt.